Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal Elektrikcommuter. Ich bin zu Gast beim Autohaus von Andreas Jungen. Magst du dich gerade mal vorstellen? Ja, hallo. Mein Name ist Andreas. Ich bin seit 2006 selbstständig, verkaufe Autos, junge Gebrauchtwagen, relativ hochwertige Gebrauchtwagen. Man sieht es im Hintergrund, im Moment sehr VW-lastig. Letztes Jahr waren wir dann etwas langweilig, fast so ein paar Wochen lang, und da habe ich überlegt, was ich noch als zweites Standbein noch dazu nehmen kann, und bin dann auf Elektrokleinstfahrzeuge gekommen, habe mich dann letztes Jahr zum Großteil durchs Portfolio diverser Hersteller durchgetestet, habe mir viele Fahrzeuge bestellt, selber ausgetestet und habe jetzt mein Portfolio gefunden, was ich jetzt anbieten kann. Ja, Andreas, welche Fahrzeuge hast du denn zurzeit im Programm? Also, fangen wir hier an. Die Firma SIO, das ist eine Tochterfirma oder Nebenprojekt von der Firma Hübler, die von Fahrradträgern bekannt sind, haben im Programm das S1.1, läuft bis 20 km/h, und dann diese beiden Motorroller, die bis 45 km/h laufen. Es gibt noch ein drittes Modell, das ich im Moment nicht auf Lager habe, und aktuell noch eine Version bis 80 km/h, die irgendwann demnächst in die Auslieferung kommt. Die Firma ist mir natürlich bekannt. Genau, Trittbrett kennt mittlerweile fast jeder. Hier sieht man Kalle und Emma, das sind die Einstiegsmodelle, noch in der 2021er Version. Da kommt jetzt eine überarbeitete Version, neues Display, neuer Controller. Okay. Aktuell der Bestseller, der Trittbrett Paul Touring Modell. Für lange Touren, lange Reichweite. Genau, und dann kommt irgendwann Ende des Jahres kommen wahrscheinlich noch ein bis zwei neue Modelle von der Firma Trittbrett. Da sind wir gespannt drauf. Genau. Ja, dann haben wir hier aus meiner Sicht natürlich was sehr Interessantes. Erzähl mal, was ist das? Das ist ein Scuddy Premium in der Version 2. Gibt es seit Sommer 2021 in der Version. Geschwindigkeitsvarianten von 15 km/h als Krankenfahrstuhl bis hoch zu 45 km/h. Okay. Da dann natürlich mit Führerschein Klasse M und Motorradhelm zu fahren. Dazwischen gibt es diverse Möglichkeiten als Mofa-Zulassung, 25 km/h, Leichtmofa. Ja. Genau, gibt es verschiedene Varianten. Den werde ich ja nachher fahren können. Was ist das für eine Version? Das ist mein Vorführer, die 45 km/h Version. Okay. Ich muss also gleich einen Motorradhelm anziehen. Dafür habe ich mir tatsächlich auch extra einen gekauft. Genau, also das ist die Top-Version. Der Scuddy ist komplett in Kiel entwickelt worden, wird auch in Kiel gebaut. Mhm. Also kann man tatsächlich als Made in Germany dann auch bezeichnen. Ja, das stimmt. Und das sind auch noch zwei sehr interessante Fahrzeuge, ne? Genau, das ist ein Styrion S25, aktuell nicht als Neufahrzeug bestellbar, und ein Styrion C25 auch in der 2021er Version. Die 25 steht wahrscheinlich für die Geschwindigkeit? Genau, richtig. Das ist von der Zulassung her wie ein Mofa. Gibt es auch in der 20 km/h Zulassung, dann auch mit Mofa-Kennzeichen ohne Helm. Okay. Auf Wunsch. Ich würde immer einen Helm empfehlen zu fahren, egal in welcher Version. Also kurz gesagt, das heißt, man muss tatsächlich einen Motorradhelm da. Genau, ab 25, also alle Fahrzeuge ab 25 sind als Mofa zugelassen, müssen mit Motorradhelm gefahren werden. Genau. Das hier ist jetzt noch die 2021er Version. Davon gibt es jetzt in Kürze in den nächsten 2 bis 3 Wochen eine 2022er Version mit größeren Rädern und dementsprechend dann auch die Möglichkeit, das als 30 km/h Version zu bekommen. Mhm. Ansonsten vom Aufbau, von der Technik und so weiter gleich, eben durch die größeren Räder etwas mehr Geschwindigkeit möglich. Wie bei Scuddy auch, ähnliches Konzept. Firma kommt aus Köln, Made in Germany, die werden da konzipiert, zusammengebaut. Genau. Genau, also das sind tatsächlich Geräte Made in Germany, dafür ist dann der Preis natürlich auch ein bisschen angemessen. Ja, genau. Ja, und abschließend hast du noch was von der Firma SXT, die natürlich auch bekannt ist, ne? Genau, von der Firma SXT habe ich mich tatsächlich auf die Fahrräder konzentriert. Da habe ich das normale Velox, die kleine Version, und seit letztem Jahr gibt es das Velox auch als Max-Version, etwas größer mit Gangschaltung. Also im Prinzip vom Aufbau, vom Zusammenklappen, vom Mechanismus her gleich, eben etwas größer, dadurch ein bisschen komfortabler und durch die Schaltung dann nochmal ein bisschen anderer Einsatzbereich, dafür natürlich nicht so variabel, um es mal schnell in den Kofferraum zu packen wie die kleine Version. Okay, super. Ja, vielen Dank. Ja, wir werden uns die ganzen Fahrzeuge in Gruppen ansehen, also immer firmenbezogen. Ja, dann habe ich gesehen, du hast ja auch einen ziemlichen Lagerbestand hier, ne? Das heißt, bei dir kann man die Geräte auch relativ schnell bekommen, ne? Genau, also ich versuche immer von jedem Modell einen bestimmten Lagerbestand da zu haben, um Kunden, die halt was direkt haben wollen, das auch direkt mitnehmen können oder direkt
per Versanddienstleistung halt zu bekommen. Das funktioniert nicht immer. Manchmal ist der Bestand relativ schnell abverkauft. Dann habe ich beim Hersteller schon vorbestellt. Diese Vorbestellung ist aber noch unterwegs. Und in der Zwischenzeit habe ich dann nichts zum direkten Mitnehmen, kann aber auf Wunsch dann natürlich einen von meinen vorbestellten Fahrzeugen für den Interessenten quasi schon reservieren und garantieren, dass sobald das Fahrzeug dann eintrifft, er das dann bekommt und einer der ersten ist, der es dann aus der neuen Charge dann bekommt. Hier seht ihr jetzt, welche Fahrzeuge ich alle Probe fahren konnte. Einmal haben wir hier die Trittbrettmodelle Emma, Kalle. Die beiden Modelle sind baugleich und die hatten beide eine Überraschung für mich parat. Einen Paul aus der neueren Lieferung mit ein paar kleinen Veränderungen zu meinem. Das hier ist der Scuddy. Den kann man sowohl im Stehen als auch im Sitzen fahren. Und diese Version hier fährt bis 45 km/h. Und sowohl der Motor hat Power als auch die Bremsen. Da muss man schon sich ein bisschen vorsehen. Ja, dann gab es noch den Styrion. Da konnte ich mehrere Modelle fahren. Auch den Styrion kann man sowohl im Stehen als auch im Sitzen fahren. Und das hier im Bild ist die 25 km/h Version. Ja, weiter ging es mit der Firma SIO. Das ist der S. Hier kommen die R-Modelle 1.1 und 1.2. Und zum Abschluss gab es noch die SXT E-Bikes, einmal das Velux. Und das etwas größere Modell, das Velux Max. Zu den verschiedenen Fahrzeugen habe ich eigene Videos erstellen können und diese Videos werde ich euch in den nächsten Wochen auf meinem Kanal zeigen. Ja, vielen lieben Dank, dass ich das mal probefahren durfte. Es ist ja auch gar nicht so einfach, mal so eine hochpreisige direkte Probe fahren zu können. Ja. Da bin ich dir auf jeden Fall sehr dankbar. Ja. Wir gucken mal, ob wir noch kleine Absprache machen. Das blende ich euch dann hier ein. Das kriegen wir hin. Und ja, dann wolltest du auch noch was sagen? Genau, ich habe also zum Bestellvorgang, wenn jemand von euch bei mir was kaufen möchte, ich habe zwar eine Homepage, wo alle Produkte aufgelistet sind, auch mit aktuellen Lagerbeständen. Der Rest ist auch bei eBay Kleinanzeigen zu sehen. Ich habe aber keinen klassischen Online-Shop, wo man klickt und kauft. Bei mir laufen die Bestellungen alle per Telefon, per E-Mail. Ich nutze das auch gerne, um noch mal kurz etwas beratend zur Seite zu stehen. Und der Rest läuft dann eben aktuell bei mir hier auf der Hand. Genau, denn du bist die Geräte alle schon mal gefahren und du kannst auch sagen, wie sie sind, ne? Genau, richtig. Ja, vielen Dank. Und dann würde ich mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.